Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Diesmal aus Frankfurt. Bei der ProLeitung Soundmesse 2023. Wir gehen heute mal auf die Suche nach tollen Lichtshows und IP-Geräten für Schaustellebetrieben. Aber hier ist nicht nur das Betreten, sondern auch Europa Park, IAPA und Disney. Cruise Line, also die Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe, nicht nur das gucken wir uns an, sondern auch DJ-Equipment und Tontechnik. Obwohl es eher so ein kleines an für uns sind, das ist sehr prinzipiell Lichttechnik interessant. Der Marcel hat sich auch irgendwo schon versteckt, wir müssen bloß ihn noch suchen. Ja. Aber den werden wir schon noch finden. So, jetzt standen wir mal oben im Foyer in der Halle 12. Da oben sind die DJ-Equipment. Mal gucken, was so Tolles gibt. Dann gehen wir runter in die Halle 12 zu... Nee, Halle 11. Oh, Halle 11 im Foyer, so rum. Foyer. Schauen uns DJ-Equipment an, dann gehen wir runter in die Halle 11, gucken uns ein bisschen Tontechnik an. Und dann gehen wir in Halle 12 und 12.1 und schauen uns Lichttechnik an. So, stimmen wir mal los. Hier haben wir das Ganze mit DJ-Equipment und so. Sieht auf die Weitperspektive sehr groß aus. Aber ja, mal gucken, was so Tolles gibt. Da gibt es schon Bananen und so zum Musik machen. Aber es sind auch ausgeschaltet. Snare, Hi-Hat und hier hast du einzelne Instrumente, die du ansteuern kannst. Okay, und das ist mein Hauptkreis. Also genau, mit immer da musst du halt immer quasi die Hand drauf lassen, damit wenn du was anderes anrührst, damit du den Kreis schließt. Alles klar, dann gucken wir mal. Da nehmen wir mal. Ja, ich mach die Kamera. Ja, manchmal muss man ein bisschen, wenn es relativ frisch ist, du kriegst auch immer ein optisches Signal, ja. Ob jetzt ein Input kam oder nicht. Also, klar. Also so an und genau, drauf bleiben. Damit du quasi also Rhythmus kriegst, wie weit du drauf bleibst. Ah, okay. Genau, die drei sind die Loops, hier hast du so die Sachen, die du einzeln ansteuern kannst. Also, kannst ja auch gerne deine Früchte. Nix? Ja, nee, jetzt ist es wieder ausgeschaltet. Hä? Ah, da ist es aus. Ja, wenn du es wieder machst, schaut es wieder an. Genau. Ah. Okay. Zwei gleichzeitig Gitarre, oder? Genau. Ah. Georgine spricht nicht mehr. Ah, schön. Einfach mal. Das ist schon witzig, ne? Ja. Wenn man jetzt so mit versteckten Platten machen würde, ne, dass die Kabel von unten kommen, dann denkt man wirklich, ja, dass man nur mit Obst spielt. Ne, du kannst ja rein theoretisch auch eine Metalloberfläche nehmen. Es geht ja nur um elektrische Leitfähigkeit. Ja, ja. Du ist die von unten und dann könntest du einfach sagen, dass es aussieht, als ob du einfach nur eine Platte berührst und die Sounds mit anderen spielen. Ja. Also. Mal probieren? Ja, kann ich machen. Ja. Ist voll ungewohnt, ne? Crazy. Jetzt haben wir ein bisschen mit Obst gespielt. Ja. Gut. Wie ist die Fernsehsendung mal? Tutti Frutti. Tutti Frutti. Genau. Alles klar. So, dankeschön. Gerne. Viel Spaß euch noch. Danke. Ja, ebenso. Ciao. So. Jetzt haben wir genug mit Obst gespielt. Jetzt gehen wir mal weiter. Kann man mal hier so DJ-Equipment, das ist halt echt abgespeckt, wie noch Musikmesse war, da war es ein bisschen viel mehr vertreten, aber so ist halt
alte glatte Spielerin. Ayo, Technik, SL, 1200. Dann hier gleich wieder was Moderneres. So, die Pioneers. Aber so. Aber hier da hinten noch ist Akai. Hier ist der Akai. Nein, Akai Mini. Nee, das ist Alice. Alice. Who is fuck is Alice? Jo. Oh, yes. Keine GEMA-Lieder. Gut, würde mal sagen, jetzt rennen wir mal kurz runter in Halle 11. Ja, wollen doch unsere Pfeile werfen. Wenn es wieder gibt wie letztes Jahr. Wir wissen nicht, ob es wieder gibt. Wir schauen mal. Ja, letztes Jahr gab es beim Europapark Pfeile werfen. Für freie Karten für den Europapark. Und wir haben alle abgelost. Und jetzt schauen wir mal. Haben wir diesmal freie Karten bekommen, wenn überhaupt, wenn es gibt. Und dann gucken wir mal, was IAPA für uns zu bieten hat. Ob wir auch schon sehen, was demnächst auf die nächste IAPA so gibt. In Europa. Ja, Europa. Die findet dieses Jahr statt in Wien. Datum kann euch Thomas einbringen. Das werden wir dann sehen. Also, dann gehen wir mal schön in die Halle 11 rein. Audio. So, dann haben wir hier gleich mal rechts neben uns hier gleich Voice Akustik und Tenax. Dann das Audio, HK Audio, L Acoustics. Hier haben wir auch Omnitronic bzw. auch PSSO. Die Steinige AG. Steinige. Und gleich neben dran Pro Case, die aus Miltenberg, die wir tolle Case bauen. Oh, da kann ich gleich Pro Case Schlüssel schnappen. Ja, yeah. Also ich habe da schon mal einen Pro Case gehabt. Und die alten sehr viele aus. Haben sie mal aus 5 Meter Höhe runtergeschmissen bei meinen Eltern. Das Case hat überlebt. Was war drin im Case? Nichts. Ja. Ich wollte es eigentlich nur klein machen, weil es hat schon nicht mehr. Ups. Wow. Dankeschön, Thomas. Okay. Thomas nimmt den Stand auseinander. Ja. Na, Tasche nur. Tasche. Ah, also solche schöne Case machen sie für sonstige auch Sonderanfertigungen. Also wenn ihr Case braucht, könnt ihr zu Pro Case gehen. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche. Yeah, Party. Oh, hier gibt es Meter. Seit wann sind wir jetzt auf Monteure, Baustelle? Push, 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 push. Uah. Natürlich, da alles so langsam wieder nachgelassen hat, mit Corona etc. pipapo. Sind auch wieder die berüchtigten China-Hersteller auch wieder hier. Letztes Jahr waren sie nicht da, aber jetzt sind sie mal wieder da. Ist ja auch die internationale Proleiten Soundmesse. Die war mal früher mal größer gewesen, aber hat leider auch stark abgebaut. Hier hinten haben wir Oldschool-Anlagen, können wir auch mal kurz mal anschauen. Da haben wir schon eine schöne brachiale Lautsprecher. Mach mal den Bums an. Nee, jetzt sieht man leider echt verbeult. Aber noch jede Menge Studiopulten. Dann die ganzen Anlagen, da Monitoren, Lautsprecher für Bühne. Dann haben wir hier schöne D&B Audio. Boah, ich glaube, sie muss ich mal klauen zum Stuhl für daheim. Also hier gibt es Kaffee. Dann haben wir hier noch so. Ja, noch vier Zapfahren aus, oder? Ja. Aus dem Sap, Bierzapfahren, alles klar. Kann man machen. So, jetzt kommen wir zu den richtigen Lautsprecher hier. Hier haben wir Meyer Sound. Check Audio. D&B. Electro Royce. Bose.
D und B, D und B. Weiß jetzt nicht. Ah, doch, auch D und B. Ja, dann halt wieder aufgebaut, ja, wieder auf der Seite. Thomas, welches nochmal, wo viele Schauspieler haben? Cord oder Legacy? Ja, die sind hier nicht vertreten. Cord und sonst so weiter. Hier ist ja mehr Cord und der Hofmann, also. Ullenbruck. Ja, Ullenbruck, ja. Die sind halt eher so fixiert auf eine Fläche zu beschallen. Und hier, das sind eher die, wo die komplette Fläche, die wo richtig Bums. Zum Beispiel hier haben wir auch nochmal L-Akustik, hier Electro Voice mit schönen brachialen 4 Subs hier drin. Die werden nicht mehr gebaut, aber die sind noch sau schwer. Dann haben wir hier Meyer Sound hier und da. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Muss leider passen. HK, also nicht mit Heckler und Koch, mit den Pistolen und Waffen vergleichen, ne? Sondern HK Audio. Dann haben wir Artist System, D&B wieder. Und nochmal D&B. Also hier ist richtig so D&B elastisch. Na, ja, wenn man schon da liest, Museum Meile. Das sieht schon ein bisschen schon moderner aus. Ein modernere, so, ja, halbwegs. Line Array, dann fängt dasselbe wieder von drüben auf die andere Seite so an. Haben wir aber noch da drüben nochmal Lautsprecher. Da gehen wir noch hin. Na klar, haben wir hier auch einen kleinen FOH-Stand mit alten Halogen-Paarstrahlern. Na gut, man kann sonst sagen, das sind noch alte Parkan 64er. Noch so richtig so stromfressend hier. So, jetzt haben wir hier Martin Audio. Das sind Wings. Das sind aber die kleinen, weil die größeren sind in zwei Teilen aufgebaut. Eben das Sub selbst und dann das Horn. Das sind die großen, aber die sehe ich hier ja, nicht. Heizung hier, Wasser, ja, ja, das sind 1000 Wattlappen. Dann haben wir hier wieder Check Audio. Also die hier. Kevin Vega, habe ich noch zwei Subs daheim rumliegen. M-Town, die hier, das ist eine schöne Bose Top-Teile mit Electro Royce. Hier auch dasselbe Spiel. Alter! Das war noch staubig. Dann wieder Bühnen-Monitor-Lautsprecher. Mit JBL und Martin Audio und dann halt dasselbe wieder. Seht ihr, wie die Bose früher aufgebaut waren. Dann gucken wir mal, was wir da drüben haben. Ja, ich will, eigentlich müssen wir eine andere Perspektive nehmen, nicht die super weit. Aber das ist so richtig. Ja, so Liebhaber, die benutzen schon. Da haben wir noch Shure. Ach du Gott, ja, dass es die noch gibt. Dann Ram, Customs, Orange, das ist so richtig noch älter. Dann Marshall haben wir da hinten in der Ecke hier. Marikius. Eigentlich müssen echt mal Lautsprecher von Schaustellen mal ausgestellt werden. Uiuiui, Dynacord. Das waren früher Lautsprecher, wo sie nicht zu Bosch Vox gehört haben. Dann haben wir noch Vox. Das ist richtig oldschool. Ei, ei, ei. Sei Schuhe, es ist der von, wo dein Mikrofon auf. Yes. Ja, oh, das ist ein bisschen zu modern. Ja. Das ist zu modern. Ja, jetzt aber. Hier haben wir Disney Cruise Line. Also, ihr denkt euch, was suchen die hier auf die Rohleiten Soundmesse und zwar. Die ganzen Shows, was auf die Schiffe haben, so und auch Angestellte, die wo sich mit Licht- und Tontechnik auskennen oder eine Ausbildung haben und mitreisen. Ja, mitreisen, genau, ah, ja. Mitreisen, ja. Klar. Auf dem Schiff halt und dann auf dem das ist genauso wie hier bei Europa Park. Die suchen auch Licht- und Tontechniker für ganze Events und Hallen. Und ja, hier kann man wieder Dart werfen. So, und hier haben wir halt Japa. Die nächste Ausstellung ist in Wien.
Also das ist der Aufstellplan von der IAPA in Wien. Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr. Genau neben der Halle ist der Wiener Prater. Passt ja optimal. Simon hat da steht Datum. Also Ausstellung ist uns interessant. 26 bis 28 September. Die Preise gibt es dann erst im Juli bekannt. Oder ist er auch in der Nähe vom Prater? Also wir haben zum Beispiel hier den Plan, was ist Mugrides haben wir hier, Zamberla, SPF Visa. Jetzt muss ich aber suchen, das Kleingedruckte. Suchst du? Aber Hus. Hus war hier irgendwo. Da, Hus Park Attraction. Ja, genau, da war's. Sind auch da. Dann ist halt natürlich. Vekoma ist hier, KMG, ja, die gängigen Namen, wo ihr alle kennt, die großen Hersteller. Genau, dann haben wir hier auch so einige. Coca-Cola. Wow. Wow. Und dann halt da drüben haben wir noch. Oder hier, guck mal, das ist was für unseren Greifer-Thomas interessant. E-Laut, das ist glaube ich der Hersteller von den ganzen Greifern. Ja, also hier sind echt viele VR-Sachen vertreten und auch halt unsere Mondial ist auch hier dabei, KMG, also unsere Standard-Fahrgeschäften hier auf deutschen Kirmes. Hier mit so einem Freizeitpark. Ja, auch Schwimmbäder-Sachen sind hier vertreten. Ja, also viel Bowling auch, wenn man so liest, anscheinend viel Zeug mit Bowling. Also wir sind gespannt, wir würden auch gerne hin, weil das kann man so sehr gut kombinieren mit, genau, jetzt gehen wir auch mal wieder zu Europa-Park, wir wollen da mal Freikarten gewinnen. Los, komm mal. Das wird so schnell. Jetzt gucken wir mal, ob es für eine Freikarte im Europa-Park reicht heute. Nein, das geht falsch. 70, 90. 39, 52, 53. Nein! 50 Punkte. Das hat nicht ganz gereicht. Wir können auch unsere Punkte zusammenwürfen, oder? Ja, aber ich hab's total die Hände, Mensch. Boah, das ist aufgeregt. Guck mal, die Party war zu gut. Die Party war zu gut. 6. Also dann dürft ihr heute zusammenzählen. 51, 102 reicht leider nicht. Ah, scheiße. Nächstes Jahr kommen wir wieder. Sehr gut. Wer möchte beginnen? Dankeschön. Wir geben nicht auf. Deswegen haben wir extra Plastikbeine, damit wir. Oder können wir später wieder nochmal kommen? Dann müsst ihr euch verkleiden, dass man sich nicht wiedererkennt, weißt du? Ah, einfach. Können wir natürlich auch machen. Wir versuchen es mal später, wenn es wirklich geht. Ja. Alles klar, gut. Dann gehen wir in die nächste Halle. Viel Spaß euch. Tschüss, ja. Macht's. So, leider war es nichts mit Europa-Park Freikarten. Scheiße. Jo, da haben wir wieder Lautsprecher. So. Also haben wir jetzt für euch mal ein paar Informationen für wichtiges angegeben. Jetzt gehen wir mal in die Halle 12 und schauen mal, was da Schönes so gibt. Wir sind in der Halle 12. Hier haben wir Traverse, allgemein besser gesagt hier LTT. Die machen ja allgemein, sind eigentlich Großhändler. In dem Sinne, Vertrieb von allen Herstellern in ihren Shop. Da haben wir Tide, wie Kettenlifte, also Move Cats. Also hier ist eher noch so ganze Rigging-Geschichte, Bühnentechnik. Zum Beispiel da vorne ist so Ultralight ist Vertrieb für Ari, Bühnenbeleuchtung zum Bühnenausleuchten,
Die haben halt Lifte für Ketten. Also für, ja, das ist alles für Theater. Eine Popcornmaschine haben wir hier. Geil, Alter, ich glaube Popcorn. Alter, sehen wir mit Popcorn machen hier. Eieiei. Das ist noch nicht das Spannendste, was wir hier suchen. Außer da vorne, Aeton. Da fehlt noch. Ah, die Frauen noch. Da können wir mal hingehen hier. Vielleicht gibt es ja mal eine Lichtshow, dann habe ich eine Lichtshow für euch. Aber die Lichtshow tue ich alle extra hochladen. Und nicht in diesen Vlog reinpacken, weil wegen GEMA. Also. Ach ja, hier haben wir Hippo Green. Oder Green Hippo. Das ist was dasselbe wie Matrix. Video und LED-Technik. Das ist ein Server, ja. Übergesteuert über einen Grandma 2 Ring. Aha. Ja, das ist ein Grandma. Mit der Grandma kannst du alles ansteuern. Ja. Allrounder-Pult. XXL. Ein bisschen falsch hier. Da nochmal Video. Ich bin im Video, Wir auch mal ins Video, hallo Kamera, hallo. Ah, wenn man sich bewegt, guck, da sieht man, wie die Pferde da hin und her, das Logo, hin und her wischt. Machen wir mal sauber. Stream Deck, Thomas. Ja. Stream Deck, ich tue mal ein bisschen rum. Geht auch über Stream Deck, nee. Nichts kaputt machen. So, dann gehen wir mal rüber, so. Aeton. Ja, stimmt. Die haben auch IP65 Moving Heads, aber ist schon ein ganz anderes Preisniveau hier. Jawohl! Das sag ich nie nein. M oder L? M. Boah, Noble, Noble. Ticket, ja. Ticket, Ticket, Ticket. Danke, danke. Ja. Ciao. Oh, T-Shirt, geil. Da hat der Marcel ab und zu mal Probleme mit T-Shirt, weil er gewisse Größe hat, der Marcel. So. Aber wir können mal so gucken. Also ich bin ein absoluter Lichtfan, allgemein eher Laser. Aber mir würde schon reichen, wenn ich nur das hier hätte. Also sieht er halt wahrscheinlich jetzt nicht doch hier. Das ist schon eine ganz andere Liga hier. Und die ganzen Lichter. Da? Ja, das ist ein Warscher. Oder hier, das ist die Cobra-Serie. Ja, da denkt man Cobra Kai. Das ist ein IP-Moving Head. Kennst du woran? Ah? Ah, kennst du woran? Vom letzten Jahr. Letztes Jahr haben sie hier eine Wassershow gehabt, aber diesmal nicht. Aber wir haben gerade gedacht, da drin wäre Wasser, aber nein, da ist halt, sind halt Moving Heads unten drunter verbaut. Werden wahrscheinlich die Figuren dann einzeln angeleuchtet. Sind wir mal richtig gespannt hier auf die Show. Aber wie gesagt, die Show mache ich auf extra Videos online. Ja, der Thomas, der verlinkt euch alles, der ist. Ja, schon nie, der ist eine Playliste von den ganzen Prolights, wo ich schon hier war. Selbst da sind nochmal Spiegel. Hier auf dem Boden und du auch, wie man sieht. Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ich. Okay. Ja, wahrscheinlich. Wird auch schön was reflektiert. Bin mal gespannt. Also ich habe mich nicht spoilern lassen von den ganzen Videos, was die alle am Vortag online hauen. Deswegen bin ich mal gespannt, was für schöne für Show gibt. So, wir haben uns jetzt Aeton Lightshow angeguckt. Alter, wir sind blind am Schluss. Ja. Total empfehlenswert, das Video also die Lichtshow anzuschauen. Die könnt ihr dann halt, also wie gesagt, ich tue es dann alles verlinken, die ganzen Shows, was ich habe. Oder die Playliste. Also ich war schon brutal, Alter. Danach total am Schluss so alle Lampen angeflattet. Und alle Augen zu, nichts mehr gesehen. Gut, jetzt kommen wir zum schöneren Teil. Wir haben hier Grandma. Das sind genau die Pulte, was wir brauchen. Also brauchen, wie ich schon sage hier.
Ich kenne einen, der hat es sich dieses Jahr gekauft und er hat dafür 39.000 hingelotzt. Er hat als erstes die Crit Mark 2 gehabt, also Ring, also für PC. Dann hat er die Crit Mark 3 geholt, auch für PC, die Ring, die wo da drüben steht. Und jetzt hat er die hier. Die wäre auch für mich optimal, oder auch nur die da drüben halt, also nicht der, sondern die hier. Weil damit kann ich dann auch meine Laser steuern, die wo ich habe, Beatnet oder DMX. Und ich kann da auch Software drauf knallen wie Pangolin, Biont und kann ich meinen Laser drüber steuern. Aber zum Beispiel hier haben wir die Tastatur versteckt. Darin haben wir hier ein kleines Touchfeld, da ein Touchfeld, hier und hier und da und da. Und man kann es halt natürlich erweitern auch weiter mit anderen Monitoren. Ja, alles. Zwei Sachen, die Fader sind alle einzeln beleuchtet, auch die Cues, die Räder. Früher beim alten, bei der Crit Mark 2, war das ein Drehrad und jetzt sind es zwei Drehräder, also immer hier und immer hier in der Mitte. Dann kann die kleinen Portis auch leuchten, dementsprechend Farben, die wir brauchen, oder die Fader auch. Zum Beispiel Rot, Gold, Blau oder halt wie Picture hier gleich direkt drauf. Aber das ist halt für solche Verwendungszwecken für Fahrgeschäften eher uninteressant. Es war mal eher so interessant gewesen, zum Beispiel Encounter. Der Encounter, der hatte eine Crit Mark drin gehabt, aber der hat die, ich weiß gar nicht, ob sie gibt. Ich glaube, die gibt es schon. Das war normale Crit Mark PC. Hoppla. Zum Beispiel hier solche Steuereinheiten, die wo schon alles fest installiert ist, drauf programmiert und dann wird es einfach Plug and Play. Ja gut, für den wäre auch sowas interessant, für so Zirkus oder so, da ist sowas schon interessant. Also man sieht schon tolle Reportage darüber, aber das ist schon das Flaggschiff schon von ihnen. Das ist schon, ja, sowas wird auch für große Veranstaltungen benutzt. Wie gesagt, die DEFCON oder Climax. Climax hat schon mehrere Pulten. Eine für Rigging, also für Movecats, für Pyrotechnik, für Laser, Moving Heads, Paarstrahler. Also jeder Pult hat seine eigene und alles sind mit Netzwerk verbunden. Aber das ist schon hart. Sehr hart. Also für uns ein bisschen schon überdimensional. Der Marcel wird sowas feiern. Er wird sogar damit schlafen, ins Bett mitnehmen. Das Beste ist auch noch, Monitor kann man nach vorne klappen. Also es klappt nach vorne. Also man kann jetzt sogar Cover drüber ziehen, Monitor zusammenklappen und einen Case. Also eigentlich tut man so ja einen Case transportieren schon. Jo. Also das ist schon. Ja, wenn schon die kleine an die 39, also 40.000 kostet die schon einiges mehr. Gut, dann können wir eigentlich mal ein bisschen weiter latschen. Weil das ist schon, boah, ein Thermobecher von Emma. Boah, geil. Gut, das war schon mal von hier. Bei Light Power, Trieb für, ihr könnt ja nochmal die anderen sehen. Und hier. Als angestellt. Da ist die nächstgrößte Variante und dann halt sowas steppweise. Von der Größen her. Wir gehen jetzt mal weiter. Und suchen nach nächste Lichtshow. Bei Martin ist auch schon ein bisschen teurer für uns. Aber da ist schon gerade Lichtshow unterwegs, aber sind wir gerade ein bisschen zu spät. Zum Beispiel hier Ambientbeleuchtung, also für hinterm ein. Aber da geht mal jetzt schnell mal gleich weiter. Ich habe keinen Bock auf GEMA-Probleme. Das ist ganz schlimm hier auf der Musikmesse, dass man GEMA-Probleme bekommt.
Hier gibt es auch neue Lichtprodukte, neue Pulte von E-Tech. Ist schon ein bisschen eine andere Preisklasse, E-Tech. Ja. Billiger als Klappma. Ja, einiges. Aber ich weiß nicht, wie viel die Pulte von denen kosten. Das sind halt noch nicht die, wo so sich durchgesetzt haben. Aber wieder Kettenlifter. Ja, hier. Wie gesagt, eindeutig. Zubehör für Kettenlift, Fangseile, ganz wichtig, Geräte abfangen. Wir können auch mal hochgehen zu Lasertechnik. Das wäre für euch auch sehr interessant, weil einfach nur Laser hinhängen am Fahrgeschäft ist nicht so. Es ist halt auch was Spezielles zu beachten, was man bei mobilen Zwecken zu achten sind. Wir gehen jetzt mal hoch in die Halle 12.1, also immer zweimal die Treppen hoch, Rolltreppen, und gucken mal, was da oben Schönes gibt. So, wir haben hier Halle 12.1. Wir sind schon mal hier richtig. Wir haben Smoke Factory. Ganz ehrlich, Smoke Factory. Nicht verstanden. Ja, nicht nur das. Allgemein Nebenmaschinentechnik. Megastar kann da echt einpacken. Und zwar die Data 2 ist eine der besten. Das ist halt nicht die komplette Leistung, was sie hat. Und tun wir mal stoppen hier. Machen wir auf. Also du kannst, dann hast du generell... Machen wir mal richtig, gib ihm hier. Also... Die hat einiges an Leistung. Also die kann ich euch empfehlen. Die Data 2. Spannenberger hat zum Beispiel insgesamt 4 Stück. 2 am Breaker. Und zwei halt Chaos. Also, das ist eine brachiale Maschine. Aber auch für, sagen wir mal, für Laufgeschäfte oder so. Haben wir auch hier was Interessantes. Hier sind Kartuschen drin. Die halten für ein paar Monate. Mit Duftstoffen, also das ist eine reine Duftstoffmaschine. Boah. Also wenn ihr so, so wie auch wie Freizeitpark, wo ihre ganze Kulissen oder so, Arthur oder bei der, so gewisse oder bei Madame Freudenreich, wo es nach Scheiße riecht. Ja, auf jeden Fall ist eine Duftstoffmaschine. Klar, man kann auch die Nebelfluids mit Duftstoffen strecken, aber ist auch nicht so gut für die Düse. Weil es schon die Düse verträgt und auch die Pumpe. Klar, die Schausteller schwören voll auf Duftstoff, Kirsch und sonst so weiter, aber ich bin eher Duftstoffe, Gegner. Ich mache eher den normalen Geruch von Nebel. Und einige. Manche mögen halt nicht, da riecht es nach Kirsche oder sonst was. Ja, aber auch so. Ja. Aber das wäre das Ganze bei Smoke Factory. Da sind auch noch die anderen Nebenmaschinen versteckt. Haben wir auch so Captain D hier. Als Bock haben wir hier. Data, wie gesagt. Dann haben wir halt Tourhazer in verschiedenen Varianten. Emo in solchen Casen. Oder halt in normale Case da vorne. Oder auch die Captain D. Das wird hier die kleinere Version. Oder das ist Baseball. Aber die ist eher für Schausteller uninteressant, weil sie viel zu klein ist und leider nicht so viel Leistung hat. Aber für Autoscooter kann ich euch sowas empfehlen. Ja, Scooter, das ist echt geil. Also, Bodennebel. Wir werden auf jeden Fall ein paar Fotos später machen. Man kann ja so machen. CO2, ist halt noch CO2 dabei. Also, die hat schon einiges an Leistung hier. Simon, da, gib ihm.
Na okay, CO2 ist halt. Freut sich Robi. Freut sich Robi. Ja, gut, dann laufen wir weiter. Simon an Social Media checken. Ja. Keine Ahnung. Die haben ein Cameo. Die haben auch IP65 Geräte. Hier haben wir eher. Dann haben wir hier auch Steinecke. Hier dann Marcel. Jede Menge Moving Heads beim beim Spannberger Breakdance verbaut. Jetzt auch demnächst auch beim Chaos Spannberger. Aber das sind halt keine IP65 Moving Heads, sondern Standard Moving Heads. Aber die sind natürlich wassergeschützt worden. Aber die haben jetzt auch neue Moving Heads rausgebracht, Steinige, Future Light. Das sind zwei, einmal ein Beam und Emo in Hybrid. Die laufen, was hat er gesagt? So ungefähr einer bei 2 bis 3 ist dabei. Bei einem. Auf jeden Fall. Da oben sieht man die Punkte. Da kommt schon Leistung raus. Selbst auch, was der Marcel beim Ding verbaut hat, beim Spannberger, kommt mehr Leistung raus als bei den Sebo Moving Heads, weil die sind ein bisschen gedrosselt. Aber es kommt halt auch immer drauf an, was der Lamp verbaut ist. Und hier haben wir schon schöne Energy. Ich hab Hunger, ich lass mal gucken, ob vorne vielleicht irgendwas. Ich hab so Bock. Hunger, ich hab noch keinen Hunger. Aber ja, wir haben da noch was. Noch was. Hey. Was? Warten wir, ob ich noch habe, wie immer. Wir können noch eins machen. Ja. Noch eins. Nee, wir gucken kurz mal was. So, wir haben auch das Move Magazin. Da haben wir auch was. Immer die Neuheiten oder sonst so weiter. Präsentationen. Ich suche gerade was, weil da ist was drinnen. Hoppala. Ich glaube, da. Ja. Hier ist er. Schneller, lauter, heller. Neue Moving Heads für das beliebte Fahrgeschäft Breakdance. Ja. Ja, eigentlich Breakdance, ja, Entschuldigung. Hier ist der Spannberger Breaker. Breakdance Mannheim, das stimmt schon mal nicht, aber es liegt daran, warum Mannheim drin steht. Der Marcel kennt einen Händler und der hat die vertrieben. Also ist umgesetzt. Das war der Event Store aus Mannheim und der Spannberger hat jetzt 16 Moving Heads XB280. Das wäre die hier. Und die sind wassergeschützt am Breaker dran. Also man sieht hier, habt ihr schon auch in meinen Videos gesehen, außenrum ist Plexiglas und nach vorne nochmal geschützt, dass kein Spritzwasser oder seitlicher Regen drankommt. Also da haben sie sich sehr gut was einfallen lassen. Ist auch einer meiner Top-Lieblingsfahrgeschäfte, The Breaker von Spannberger. Das sieht ja in der nächsten Zeitschrift ist auch der Chaos vertreten. Nur so als Info. Und die Zeitschrift kann man auch kostenlos erwerben bei jedem Händler oder direkt bei Steinecke selbst. Jo, dann gehen wir mal hier. Das ist auch das Interessanteste für Schausteller auf jeden Fall. Und zwar haben wir hier Matrix. Matrix tut hier ihre neue Software vorstellen und zwar die Matrix 5.5. Und hier läuft leider Musik. Das haben wir so toll für uns. Man kann halt Matrix halt wie üblich, je nach Pixelsteuerungen, was für Feinheiten und so weiter, kann man alles drüber jagen. Nicht nur über DMX, sondern auch, man kann sie direkt an ihre LED-Stripes direkt anschließen.
oder mit Netzwerk anfahren, je nachdem, wie die Geräte verbaut sind. Aber ich kenne ja die einige Schausteller ja auch. Zum Beispiel hier haben wir die ganzen Interfacen, was sie haben. Der Orion, Aura, Stella und Nebula. Also Nebula ist hier, dann kommt Stella, dann die Aura und Orion. Aber mehr, die haben noch die anderen Standard. Jo, das war Madrid. Kleiner Fahrt gehabt. Also, ich kann euch unten in die Videobeschreibung von Matrix Homepage hinzufügen. Falls ihr auch Fragen habt mit eurer Software, sie sind kooperativ und helfen auch jeden Schausteller. Also braucht ihr nicht direkt zu eurem Zwischenhändler gehen, sondern euch direkt bei denen melden. Oh, guck mal, ein Riesenrad. Hier haben wir Elation. Elation hat auch IP65 Moving Heads, aber Elation ist halt die Tochterfirma von ADJ. Und da kosten ist halt auch schon Nobel. Oh, Simon, ich sehe was. Tassen. Meine letzte Elation-Tasse ist schon eine gestorben. Nehmen wir gleich mal eine mit. Ja, wir sind auch wegen Schnorren hier, aber. Ja. Aber meistens finde ich das T-Shirt schön. Brutus. Das ist schon nice. Die meisten denken nicht, was es ist. Ja, da drüben ist gerade Lichtschau. Aber auch hier gibt es auch schöne Nebelmaschinen. Natürlich gut gesaved. Da Hazer, Nebelmaschine. Dann halt gute Ventilatoren zum Verteilen, aber das braucht man ja in Opening, also allgemein am Kirmesfahrgeschäft nicht. Dann haben wir mal so Boden, vertikale Nebelmaschine mit RGB. So. Und dann halt auch eine Schneekanone. Also da kommt es fluid rein und du kommst raus. So Konfetti-Kanone, oder? Das ist Schneekanone. Oben drüber? Das ist gar nichts, das ist nur eine Pipe. Ja. Auch hier. Aber auch so IP65 Geräten wie UV oder kleine Strobos hier, da. Natürlich haben sie auch ihren eigenen Controller hier unten verbaut. Es werden auch so Varianten für kleine Geschäfte so ausbeleuchten. Muss man halt alles auch schön steuern, dass es auch alles funktioniert. Am besten an Marcel wenden. Ist euer Fachmann, ich bin ja der Fachmann für Laser. Ich kann euch mit Laser beraten. Ja. Also hier haben wir schon mal IP65 von Elation. Emul Proteus Radius und Proteus Odin. Die haben schon an einige Leistungen hier. Die Lumen ist für euch am mächtigsten und welche Gradzahl die können. Der kann bis zu 5 Grad zu. Der große hier. Und der kleine hier kann bis zu 0,9 Grad. Alter. Das ist schon ein kleiner Strahl, was da rauskommt. Aber auch solche, wo nur Pannbewegung haben. Sieht man nur am Gummibärchen, Fresse und sonst so weiter. Ja, wir müssen uns hier ernähren. Mit Strobo-Reihe und normale. Und haben auch Zoom. Es sind schon einige feine Sachen hier bei Elation vertreten. Gehen wir mal zur Seite. Seitengasten. Außerhalb. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Und zwar suchen wir. Ja, da vorne. Oh, da vorne wird der Achterbahn gezeigt. Oh, jetzt Simon steht sich wieder mittendrin.
Ja, egal. Egal, gehen wir weiter. Achterbahn reizt keinen. Simon geizt sich jetzt gerade auf. So, oh, geil. Achterbahn. Oh. Ah. Ach, nee, wir suchen Explo. Hessen auf die Nähe. Nebenmaschine, Entschuldigung. Feuereffekte. Für Flammen. Zum Beispiel den kleinen hier. Haben ja die meisten verbaut. An den Fahrgeschäften. Aber nicht nur das haben sie, sondern auch so Handflammenwerfer, aber es ist sehr uninteressant. Dann haben wir auch so Konfettikanonen oder sonst so weiter. Die ganzen Steuereinheiten zum Abschuss, Kontrollpult. Der ist schon ein bisschen zu hart für euch. Also ich glaube wohl kaum, dass denn jemand an einen Fahrgeschäft dran ballert. Der kann nicht nur gerade schießen, sondern die Flamme schießt halt außenrum. Das ist gut für Dinge, Feuerschau. Ja, Feuerschau, den habt ihr in ein Ivesheim. Lock Ivesheim. Ein Lichtschau. Wie heißt da nochmal? Barabai. Flammenspur Barabai. Ja. Da war der vertretene Kelle. Ja. Sieht man uns ja eh so Sache wieder. Aber meisten wollen ja nur den hier den kleinen. Also ihr halt bei Explo halt richtig und gut beraten, weil die haben ja die meisten hier verbaut und sind auch überall auf die Großveranstaltungen hier sehr gut vertreten. Jetzt sind wir bei Solinger Laseranimation und RTI, aber wir haben auf die Gegenrückseite Laser World. Hier gibt es immer die legendäre Afterpartys. Aber auch die haben IP65 Geräte. Und zwar haben sie meinen Laser, wo ich habe die PL-Serie von Laser World, jetzt auch als IP-Geräte rausgebracht. Kann ich euch mal zeigen. So, ich habe einen geschnappt, der sich sehr gut mit Laser auskennt. Gut. Mit ihm habe ich schon ein paar E-Mail-Verkehr gehabt. Genau. E-Mail-Verkehr, bitte. Genau. Ja, Verkehr hört sich ein bisschen so. Ja, das ist ganz schnell. Also landest du ganz schnell in der Ecke, in die du nicht willst. Ja. Draußen vor der Messe. Ja, genau. Nee, das wollen wir nicht. Ich will noch weiter Laser kaufen. Ja, ja, ja. So, ja. Wir sind ja hier wegen Outdoor, wegen Laser. Ja. Welche Serie gibt es, wo optimal ist für Schaustellbereich und auch für Outdoor? Also für den Outdoor-Bereich haben wir zwei zwei Serien, die sich dafür sehr gut eignen. Wir haben einmal die Pure Light Serie. Da haben wir mit angefangen mit den Outdoor-Lasern, mit dem schönen weißen Kameragehäuse. In der PL-Serie mit dem PL-500, der geht ja auch immer. Jetzt haben wir neu dazu bekommen die jetzt hat sich etwas geändert. Wir haben jetzt die gesamte Pure Light Serie umgebaut und so hinbekommen, dass sie zumindest mal das IP-Rating IP54 hat und damit auf jeden Fall mal vor Regenschauern geschützt ist und auch draußen gegen Schlaf. Ja. Empfiehlt sich da zwar nicht, das dauerhaft unter Wasser zu setzen unter Regen, aber es hält auf jeden Fall mehr aus. Also kann man sagen, empfehlenswert zum Beispiel, wenn es irgendwo im Lichtkasten hängt oder sonst was, ist der Lichtkasten auch ein bisschen aufgeschüttet. Genau. Ist, nur ein bisschen nachgefegt. Genau. Dann ist das Gerät auf jeden Fall mit, das kann ich euch hier mal zeigen, hier hinten schön ausgestattet. Wir haben hier die Kläppchen einmal fürs ILDA. Das Signal, das heutzutage eh kaum noch einer verwendet. Dann haben wir hier die Shownet, hier in der Digitalversion mit Display und Druckknopf. Und hier haben wir dann unten noch die Knöpfe, die alle mit Dichtungsringen ausgestattet ist. Aber man sollte kann man ja dann auch mit dem passenden Kabel verwenden, was wichtig ist. Man kann ja nicht nur Shownet, sondern auch den FP4 reinmachen. Theoretisch, wenn verfügbar, kann man auch den FP4 machen. Ja. Genau. Das ist auch kein Problem, machen wir gerne. Aktuell ist halt der Status. Genau, ihr wollt lieber eure als da drüben.
Nein, also ja, wir bekommen sie aktuell einfach. Wir warten noch drauf, soll irgendwann wieder losgehen. Ja. Aber bis dahin, bis die Chipknappheit bei Pangolin überwunden ist, müssen wir uns einfach gedulden. Ja. Ich freue mich, wenn sie wieder da ist und wir das wieder anbieten können und auch allen unseren Kunden dann die Experience geben, dass sie alles bei uns bekommen, was sie brauchen. Aber eben im Moment haben wir einfach das Shownet. Die ist verfügbar in Masse. Da kann man auch relativ schnell. Ja gut, für Mai muss ich ja noch bestellen, die Cover. Ja genau, kommt immer, die PLs kommen immer mit Raincover, so wie einem Kunststoffcase, mit dem man das dann schön... Polycase. Genau. Polycase, dann noch eine Tasche für das ganze Kabel, das Raincover, das Raincover, das ist bei mir dabei. Du warst in den Anfängen des Raincovers. Ja, ich bin noch ein von den Neuen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, dass es bei dir hätte dabei sein sollen, aber wir gucken mal. Weil ich will sie demnächst ja mal testen an einem Fahrgeschäft. Genau, dann kannst du es dann mal an deiner Fahrgeschäft testen und dann sagen, ob es taugt. No? Also Outdoors sind so gut, also die 5000er Serie. Ja, auf jeden Fall. Also leistungstechnisch haben wir da Outdoor überhaupt kein Problem. Ja. Und hier haben wir einfach das Schöne, wir können von 5 Watt bis 50 Watt alles abdecken. Ja, 50 gut, 50 Watt ist ein bisschen hoch für euch, aber ja, es ist möglich. Also, gibt sicher irgendwo eine Anwendung. Sicherheit. Sicherheit. Ja. So, dann gehen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Weil das bei den Hübschen da. Genau, da wir waren jetzt bei der Pure Life Serie. So, einige kennen den wahrscheinlich, also nur vom optischen her, wie beim Airwolf bei Weber hängt, links und rechts. Das ist aber die PL-Serie. Genau, das ist jetzt die neue. 5500 gewesen, der bei denen hängt. Ja. Und das hier ist der neue, der Tarm, in dem Fall Tarm 6. Im Outdoor-Gehäuse mit Wasserkühlung und da. Perfekt geeignet für genau solche Anwendungen, die hier vorschwebt. Wie viel? Man sieht nicht viel. Das meiste ist hier hinter dem. Alles da unten versteckt, die Anschlüsse. Genau, die Anschlüsse sind runter. Hier hast du auch noch dein Beam-Kläppchen, wo du sagen kannst, den physischen Beam-Block, den kann man dann hier mit Imbus... innen Sechskant schrauben, man darf ja nicht mit Imbus sagen. Ja. Man kann es natürlich auch mit dem Imbus-Schlüssel, wenn man ihn hat, festmachen. Das hat man gut bei Quant-Laser-Türmen gesehen, bei ihrer Lasershow, dass sie den hochgeklappt haben. Genau. Dass er den Zuschauer reinballert. Um den Zuschauerbereich zu schützen und das Ganze physisch, nicht nur digital. Ich kann natürlich auch über die Computersteuerung dann gehen und sagen, ich möchte eine Safety Zone setzen. Ja. Und wenn ich bei uns die Produkte mit der ShowNet habe, da kann ich das Ganze sogar im Gerät einstellen und speichern. Und dann habe ich meine fixe Safety Zone digital auf dem Laser gespeichert und das wird dann überschritten. Okay. Welche Klasse gibt es denn? Also welche Klasse? Stärke? Welche Stärken es gibt? Es gibt die in Stärke 3, 6 und 11. 3. 3 ist aber... ist schwach, aber es gibt eben auch den Einsatzbereich, bei dem man entweder eine kürzere Distanz hat, ein kleines Scanbild oder einfach wenig Geld. Ja. Also wenig Geld, Entschuldigung, das klingt jetzt so dick. Nein, also wo jemand einfach nicht unbedingt das Budget hat, um dann mit dem großen 6 Watt oder 11 Watt. Also klar, wenn man schon... Man kann ja auch mal so sehen, grob. Man kann fast ein Tausender sagen pro Watt. Ungefähr, ne? Ja, dafür hast du aber auch die grafikfähigen Scanner drin. Ah, jo, das ist richtig. Also, er ist ja konzipiert ursprünglich für Grafikanwendungen im Außenbereich. Also, wenn jemand ein Hotel hat und sein Logo oder eine Firma und sein Logo einfach an die Hauswand geprojiziert haben will, dann nimmt man sowas. Natürlich ist es aber auch dazu geeignet, dann einfach eine Beamshow zu machen. Oder lustige Sachen im Der kann nur 45.000 Gramm pro Sekunde. Der kann jetzt so in dem Zustand 45 kPS. Also die da vorne, die schönen Scanner, genau. Die Galvos, die können 45.000. Oh! Hilfe! Also, 45 kPS Scanner sind drin. Ja. Man kann den aber auch ohne Probleme mit CT-Scannern ausrüsten. Da kann man dann einfach das CT-Scanner-Upgrade kaufen. Das ist einfach eine Frage auch des Budgets in meisten Fällen. Ja, aber ich denke mal, für Schaustellerbereich ist es dann eher
uninteressant. In dem Fall würde ich sagen, wahrscheinlich reichen euch jetzt 45 Sauer. Außer es kommt wieder jemand, der baut sich so ähnliches Fahrgeschäft wieder Encounter, macht eine Lasershow rein, dann ja und hat mehr Muster und Bilder, dann ist es wieder interessant. Natürlich. Aber so ein Fahrgeschäft dann wieder halt nicht. Genau, aber man könnte ihn jetzt auch, man könnte ja auch mal ein bisschen out of the box denken und sagen, man kombiniert Video, Beamer und Laser und macht dann eine Mapping-Show. Mhm. Da sind die, da ist man frei. Mapping-Show kann man sozusagen wie hier gerade oben abläuft. Kombination mit einem Beamer von Panasonic und dann und, halt aber. Software Touch Designer, ja. Mit der man das dann einfach. Also einfach ist es nicht, aber man kann es gut realisieren. Ja. Und es macht Spaß. Wenn man sehr viel damit beschäftigt, ist es auch schön. Aber was ich auch so cool fand, also die. Das sind RTI-Bänke da oben, ne? Ja, die Bars. Das sind die Neos. Die habe ich einmal richtig live gesehen bei der Toxicator in Mannheim. Vor 2 Jahre vor Corona. Ja. Am Autoscooter, wenn die voll geil machen, wenn sie über das Netz gehen. Aber das ist dann kostenspielig, sowas oben reinzuballern. Wenn du sie in einem Rund anbringst, also an einem Schiff 100 Traverse, dann kannst du einen Tornado machen damit. So. Und zwar ein Tornado ist nicht. Könnte vielleicht bei dem einen oder anderen Arm dann auch funktionieren. Ja. Genau. So, also das ist was für sehr kreativ. Alles DMX gesteuert, da brauchen wir keine Software extra, sondern es wird über eine Grandma oder eine Avolite oder eine Chemsys gesteuert. Ja. Einmal programmiert, seine Views zusammen programmiert. Kann man auch mit seinem restlichen Lichtsetup. Das war auch noch meine Sache. Und zwar. Die meisten Schausteller sind ja solche nur Plug and Play, Stecker rein, Stecker raus. Aber du musst ja feste Verbindung haben mit dem Notausgang. Das ist der Vorschritt. Ja. Das ist der Vorschritt. Also, den musst du halt auch Plug and Play. Ah ja. Kannst du nicht einfach sagen, machst du nicht. Also, ja, nicht, dass der Laser direkt auf Schein hast. Du musst jetzt da auf den Schirm machen. Zu spät. Hat aber lauter drüben. Ja, müssen wir boxen. Ansonsten kann man ja die wie mit Artnet anfahren. Du hast Ilda, DMX, Ilda und dann direkt Computersteuerung. Also ich kann es dann, bei der Computersteuerung habe ich unterschiedliche Software zur Auswahl. Ich habe Mad Laser, ich habe Touch Designer, ich habe Show Controller, Show Editor und Ildrender. Und es sind eventuell noch andere. Würdest du empfehlen, weil die meisten sind ja faul, DMX-Ketten zu ziehen und so weiter. Also Notaus auf jeden Fall ja. Ja. Aber für, wenn man statt Ilda, also DMX anstellen will, mit Funk. Kann man machen. Nein. Das ist schwierig. Ja, Veranstaltungsbranche sagt man ja nein. Genau. Und das hat Gründe, weil das Signal könnte ja. Falsch Signal, zum Beispiel Signal gesendet Netz, werden. Von und bei Lasern wird das, ist das ein Gefahrenpotenzial. Und das, aufgrund dieses Gefahrenpotenzials ist es eigentlich nicht zu groß. Mhm. Naja, weil es dann alles so. Ach, Laser ist ja schon perfekt. Kann man mal durchballern? Nein, eben nicht ganz so. Also, es braucht auch den Laserschutzbeauftragten, der das Ganze zumindest abnimmt. Mhm. Oder man hat ihn einfach selber, so die meisten machen ihn mittlerweile selber. Das ist ein Kurs, der geht einen Tag lang, wird am Ende durch eine Prüfung beendet. Was noch mal ein Taler? 200? 300. 329. Also ich habe damals gerade 150 gekostet. Also 329 was, ja, netto. Ja. Ist immer netto die Preise. Wenn man ein bisschen zu spät dran ist, 399. Weil es einfach auch ein gewisser Aufwand ist, die Unterlagen fertig zu machen. Den muss man jetzt seit neuestem jetzt auch immer auffrischen. Ne? Genau, alle 5 Jahre. Dass man jetzt nicht automatisch dann Laserschutzbeauftragter, nur weil man den einmal gemacht hat, sondern man muss wirklich auch gucken, dass man die Änderungen, die sich ergeben und in den letzten Jahren hat sich viel geändert, auch mitnehmen kann. Und manchmal muss man auch neu lernen. Also klar. Es nehmen halt eine, manche so unter Fans auch für privaten Zweck, also wenn man zu Hause benutzt. Klar, ist ja jedem überlassen, aber in der öffentlichen Branche. Also sobald man in den öffentlichen Bereich geht und ein Laser über Laserklasse 2D anmeldet, muss man den Laser schon beauftragt haben. Und
wieder jemanden haben, der das Ganze als Laserschutzbeauftragte abnimmt. Ja, wer benutzt überhaupt noch 2B? Also ich hatte mal einen Laserklasse 3. 3R. Genau, also eigentlich schon ab dem Gartenlaser mit 3R ist es Pflicht. Oh, ich will nur am Weihnachten mein Haus beleuchten. Scheiß drauf, Laser. Macht ja, ja. Das macht so Sinn. Ah ja, klar. Gut, das war's eigentlich auch schon. Ja, wunderbar. Super. Und falls ihr noch andere Fragen habt oder Interesse habt von Laser, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir sind immer in den Office Hours erreichbar. Und ich freue mich auf euren Anruf. Oder eure E-Mail. Genau. Auch sehr gerne. Meine E-Mail kommt gleich. Oh, mein Cover. Ja, das schickst du mir einfach und dann reden wir mit dem Besten. Also muss ich dann die ganze Seriennummer eingeben, welche Serie will. Also in die Serie. Ich guck mir das an. Eigentlich ist es das, einfach. Das nehmen wir. Alles klar, gut. Ja? Dann Dankeschön. Gerne. Und dann, dir noch viel Spaß auf der Messe. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Nächstes Jahr oder bis zur nächsten Party, würde ich sagen. Also, ciao. Jetzt sind wir bei Laser Quant. Die sind schon einiges qualitätmäßig, auch mit Preis-Leistung sehr, sehr hoch. Da haben wir die hier, die haben halt Effekt, ein kleines Strobo drin. Laser, die kannst du auch miteinander verbinden oder mehrere Würfel draus bauen oder sonst so weiter. Da haben wir die Berry Light Club. Die Berry. Ne, Burstberry Light Club Max. Club Max größer. Aber die sind halt alle für Outdoor uninteressant. Ihr braucht schon den hier. Oder den da drüben. Das können wir dann gleich zeigen auf die andere Seite. Und zwar der hier. Den kennt ihr auch von Laserworld drüben. Die TAM-Serie oder die PL-Serie. Solche ähnliche hat auch der Airwolf verbaut, der Weber, aber der ist um einiges teurer, von Quant. Nur zur Info, da seid ihr ja bei, also wenn ihr Leistung wollt, so richtig Geld hinlegen wollt, seid ihr bei Quant optimal drin. Ansonsten könnt ihr ja bei Punk oder, na, viel Geld, ansonsten Standard halt. Bei Laserworld AG. Gucken wir uns noch die anderen. Und zwar Spectrum Laser. Das ist das Spectrum. Das ist ein komplettes Aluminiumgehäuse mit Silikon außenrum, Dichtungen etc. Dass er komplett wassergeschützt ist. Natürlich ist auch hier die Linse beim Abbau, Aufbau saved, dass nichts passiert. Die Dioden sind extra oben verbaut und in die Kühlung. Und auch von hinten ist die Steuerung Einheiten unten verbaut. Da gibt es auch noch so eine Gummilippe, wo drüber ist, wo drüber lappt, dass so auch von seitlich kein Wasser drauf kommt. Aber der kostet halt schon einiges. Ist auch dafür sehr robust. Ne? Wenn es ein komplettes Aluminiumgehäuse ist. Also vorne hat ihr kurz gesehen, wie der offen aussieht. Also das Gehäuse. Da seid ihr halt bei Quant gut vertreten. Dann schauen wir auch hier die Lasershow mal an. Aber wie gesagt, die Shows durch alle extra hochladen. Aber was auch noch geil ist. Ah, guck, da gibt es sogar Rain Cover. Ah, das ist der Cover für hinten in einem Spektrum. Für die ganzen Kabel wird hinten drauf gesteckt. Dann haben wir hier die FB-Serie von Pangolin, Ablenkspiegel und dann halt da Laserbar mit Strobo-Effekte. Simon tut immer noch Social Media ab. Ja, es gibt Neuigkeiten, jetzt hat zwar jetzt nichts mit Kirmes was zu tun, aber egal, ich sag's dir. Ja, wir haben uns die Quant Lasershow angeschaut. Recht nice. Also ich fand es dieses Jahr viel besser als letztes Jahr. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Wir haben einen strammen Plan. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. So, wir rennen noch mal kurz rum. Ah, blind. Britec. Da läuft halt gerade Show. Aber da bin ich jetzt ein bisschen zu spät, leider.
Mal gucken, ob ich doch noch filmen kann oder nicht, je nachdem. Wir werden es sehen. Wenn nicht, dann halt nächstes Jahr. Aber wir wissen, dass Beams gleich eine Show hat. Und die wollen wir noch filmen. Dann gehen wir noch kurz zu Highlight. Also, die Firma heißt Highlight, ne? Nicht, dass er direkt ist, wenn jetzt Highlight. Sondern Highlight in L, die wo Showtech-Produkte verkaufen. Also Showtech und DAP etc. Aber jetzt gehen wir mal zu Beams. Also auch schon schön aufgebaut hier. Die, guck mal, oh, Alter, hier. Licht. Das ist auch schön. Bin mal gespannt, wie die Show hier ist. Another world. So, oh ja, ich muss doch vom Quant. Katalog. Sag mir Quant. Sag mir Quant, Quant, Quant. Brauch ich aber. Muss ja was gucken. So, wir haben gerade uns die Beams-Show angeschaut. Also wie gesagt, alle Shows tun wir. Also tue ich extra hochladen. Weil wäre blöd, wenn der ganze Vlog gesperrt wird oder so, wegen, oh, da ist ein Lied dabei, wo weltweit gesperrt wird. Deswegen tun wir sie alle, tue ich extra alle hochladen und nicht hier in diesem Vlog zeigen. Wie gesagt, Beams ist demnächst all mein Stream, Stream, Vlog, Kanal. So, jetzt haben wir es aber hier. Es wird langsam Zeit für die Achterparty. So, jetzt sehe ja. Gehen wir zu Highlight, zu die Holländer, schauen uns, was die für Hübsches haben. Da läuft gerade die Show, also die Show haben wir verpasst, aber die filme ich auch noch für euch. Ist eine kleine Lee-Konversion, aber wir haben hier, die ist nicht hier, die ist, wo ist die versteckt? Nicht hier, wahrscheinlich ist sie auf der anderen Seite versteckt. Einfach kurz suchen. Aber die ist ja, das sieht schon heavy aus. Schöne einzelne LEDs. Du hast sowas an der Hausfassade, wäre auch mal was geil. Ja, die Nachbarn werden sich freuen. Ja, ja, klar. Und zwar haben wir hier die Lampi-Version. Ich glaube, ein Schausteller hat schon die Lampi. Ich glaube, Starlight, er hat sie. Da gibt es zwei Versionen, immer die ganz große und die kleine. Natürlich kann man sie auch über Puls steuern, also mit Monitoren steuern. Man kann da Licht schauen. Marcel hat sich da schon sich damit beschäftigt, also auseinandergesetzt, wie die ganze funktioniert. Also, wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr auch euch an Marcel wenden, an unseren Reef Baby. Und wie gesagt, Lasergeschichten eher mir. Aber Highlight hat auch IP-Geräte, also das hat ihr auch gut gedreht. Ist halt euch alle überlassen, wo ihr eure Geräte kauft. Ob bei Sebo, wo sich halt durchgekämpft hat und seinen Namen gemacht hat, oder dann halt auf die normale sag ich schon, auf dieses Hersteller, die wo immer rundum hier Licht machen. Und hier haben wir auch was anderes, so für Armbänder oder so, für Shows. Also da habt ihr da so Gast ein Armband. Da wird jeder Gast zu einer Lichtshow, wie ihr hier seht. Stadion. Ja, Stadion. Aber sowas ähnliches gab es schon mal bei der Olympia in London. Da haben sie an jedem Sitz noch so kleine LED-Wändchen gehabt. Und da haben sie auch alles geleuchtet. Ja, das ist alles schon gehabt. Aber ich weiß nicht, ob das in der Schaustellbranche interessant wäre, höchstens für ein Laufgeschäft, aber die wieder dann danach abzugeben. Für einen Nachtseffekt wäre es optimal. Ja. Jo. Also das wäre die Geschichte mit Armbänder oder halt auch mit so Leuchtsticks. Wie man sie auch kennt bei Festivals, also bei K-Pop
oder J-Pop-Veranstaltungen, kennt man die auch. Genau, was hat er hier bei Crowd LED? Auch. Auch gut. Dann laufen wir mal weiter, ne? Das sieht man so faszinierend. Warst du heute auf Germany sogar auch anscheinend? Ja. Eurovision Song Contest? Klar. Ja gut, aber wenn du sowas machst, also ich glaube, du bist nicht nur an die Quent mal fixiert. Du kannst auch schon wahrscheinlich von Showtech die Infinity Chimps schnappe oder Lampy, das geht auch. Aber und dann kann Controller wahrscheinlich wurde irgendwie anschließen. Die Quent hat sich halt überall in den meisten Branchen durchgesetzt, komplett. Ja klar, das ist ja wie beim Nagel, das muss ich sagen. Dann haben wir noch was vergessen für Schausteller. Oh, guck mal, was hier unten hinten ist. Oh, Phantasialand. Ja, da hinten ist Phantasialand. Phantasialand, wie schön ist deine Welt. Viele Grüße gehen raus. Anscheinend haben. Ja, die haben ja die Controller gemacht für den Wintertraum in Phantasialand. Für die ganze Beleuchtung. Also. Stageline Electronic oder stageline.de darf man nicht verwechseln mit IMG Stageline. Ne? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, IMG Stageline, aka Monaco, die habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, die haben sich komplett auch von der ProLight verabschiedet. Genau, Buchsen, Stecker, Platinen etc. Das hat ja hier auch bei Neutronic. Die haben. Also die sind Vorreiter für Stecker, also allgemein für Stecker. Jetzt kauft ihr euch schöne flexible Stromkabel, entweder von Sommerkabel, die sind sehr gut. Und dann halt die Neutronic, dann könnt ihr die selber zusammenlöten, entweder mit LAN, DMX, 5-Polig, das ist das alte DMX, neue DMX LAN, also Artnet. Was hier auch nice wäre, so für Breakdance, ja. Aber leider gibt es nicht für Autobahn. Leider, genau, die Kugel gibt es leider nicht in IP. Das wäre auch voll der Hingucker. Dann lauf mal, da haben wir noch eins, was wir noch zeigen könnten, wäre und zwar das Software, wo der Marcel auch schon verbaut hat, an Spannenberger Breakdance. Da gehen wir jetzt mal hin, ich glaube, die sind nur Seitengasse. Wir haben den Schein gerade gefunden, da sind wir richtig. Und zwar haben wir hier das Light. Also die machen nicht nur das Light, sondern auch für zu Hause oder für Clubs. Also, ja, dass ihr daheim eure Ambientebeleuchtung benutzen könnt. Oh, für Pool, Villa. Ja, Pool und so, ne? Da haben wir Sunlight. Also wenn einer noch Geld hat, für eine Villa. Ja. Und? Sunlight, also das Interface für das Light. Das haben wir hier. Das hat der Marcel am Spannberger Breakdance verbaut. Ich weiß aber nicht, was er gerade beim Chaos verbaut hat. Ich glaube, der hat da von Steinicke das verbaut. Also hier haben wir das Light. Dann haben wir hier drüben Wolfmix. Das ist das kleine Pult, was eigentlich auch sehr gut ist. Man kann es zu Hause am PC komplett fertig programmieren. Und dann hast du halt so wie ein Launchpad die ganzen Cues-Punkte und kannst drauf drücken. Ja, halt wie Stream Deck bloß für Licht. Genau, wie Stream Deck bloß für Licht. Vor allem, wenn Stromausfall ist und Strom ist wieder da, geht das Pult sofort an, ohne lange hochzufahren. Und die ganzen Daten sind immer noch da. Das kann man halt gerade euch schlecht zeigen, weil gerade jeder dort steht. Aber auch hier ist Light Rider, ach Gott, ja. Gott, bin ich blind. Light Rider, was auch manche haben. Sushi, viele Grüße gehen raus an Sushi. Sushi, du bist auch ein Sushi. Ja, das wäre die ganze Sachen. Ah, hier vorne. Ja gut, die Schweizer Schokolade natürlich. Ja, Schweizer Schokolade.
Also wie man hier sieht. Das ist das Wolf-Mix, was einige für Schauspieler auch sehr interessant sein könnte. Jo. Jetzt gehen wir Richtung Ruby. Gucken wir uns noch da was an. Da sind auch die nächsten Casebauer. M-Top Cases. Auch gute Case. Sind halt Case von der Stange, kann man so sagen. Wo auch jeder Schauspieler hat. So, da haben wir nochmal Lichter bei der GLP. Jetzt gerade Lichtschau. Ja, ja, die Almhütte Masse. Ja, Simon, da. Ja, finde ist das einzige Highlight für Simon, aber für mich nicht. Ja, weil da läuft keine gescheite Musik. Ja. Jetzt gehen wir mal durch hin zur GLP. GLP, German Light Power. Hier haben wir Stügers. Und Kugelschreiber. Es sind deutsche Hersteller. Aber wir gehen doch schnell mal zu dem, weil GLP ist schon. Aber lass uns mal. Endstativ hat schon ein bisschen Kosten. Aber es hat Made in Germany. Ja, Produkte werden alle hergestellt in China. Aber wo es zusammengebaut ist, ist im Endeffekt das Made in. So, das ist Ruby. Oder oben. Probe oder Ruby, je nachdem wie die da zeichnen. Da ist gerade die Show. Haben wir gerade verpasst. Aber jo. Ah, das ist gerade die Produktvorstellung. Von den ganzen Moving Heads zu haben. Also durchzukämpfen durch die ganzen Menschen, das ist ein bisschen heftig. Aber die haben auch IP Moving Heads. Aber kostet schon einiges. Ah, das zeigt jetzt hier oben die Geräte, welche es sind. Gut, würde man sagen, versuchen nochmal bei Europa-Park. Ja, ja. Ab zum Europa-Park. Ja, die Show wird auch schon mal gleich dann extra hochladen, dann kommt ihr raus. Genau. Also wie gesagt, alle Shows, die ich finde, die wollen wir filmen. Ich finde. Ja, die wollen wir mitkriegen. Ja, die wollen wir mitkriegen. Die stelle ich alle extra online. Und ja. Kicker spielen. Dann können wir Kicker spielen oder gleich uns was gönnen. Also bis dann. Und wieder haben wir hier Snow Factory. Auf, muss ich da hinten springen. Ja? So, jetzt rennen wir wieder in die Halle 11. Und gucken, was da so Schönes gibt. Warte mal, ganz ehrlich, ich war noch nie hinter Ruby, was da ist. Oder? Wir waren noch nie hinter Ruby. Ich war ja zweimal da. Ich glaube, wir rennen mal jetzt mal hin da und gucken mal, was hinter Ruby ist. Das möchte ich jetzt gerne wissen. Wir kommen auch an Berufsschulen, an Hochschulen. Ah, das ist Curved. Ciao, Fett. Ah. Ja, wenn man genau hinter so ein großer Stand ist, ne? Total. Und auf jeden Fall, wir können was empfehlen, die Currywurst war gut. Ja, die Currywurst war gut. Stand, neben Europa einfach. Ja, ja, bringt jetzt nichts, ne? Wenn die Vlogs sehen, ist die Messe vorbei. Ja. Auf jeden Fall ist es eine Verleihsfirma. Ich tue wahrscheinlich unten nach ein, denn das war. Die verleihen an andere Firmen, falls ihr Bestand zu wenig ist. Und machen halt auch Speditionen. Jetzt rennen wir aber mal in die Halle 11 wieder. Und helfen Europa-Park. Oh, wir sind auch mal raus. Freien, da hinten zu Bühnen, aber da bleiben wir weit weg. Ich habe keinen Bock auf GEMA-Probleme. Hier haben wir Ruby Truck Show.
die haben halt dann ihre Produkte und wenn ich weiter weggehe oder von der Seite gehe, sieht man auch ihre Produkte, also Produkte, wie es sich mal anhört. Dann denke ich mal an Andi, Parktube, macht Produkte. Auf jeden Fall haben sie da oben noch ein paar Geräte. Sind gut versteckt. So, da sieht man sie hier oben. Das sind die IP-Geräte, was sie da oben haben. Muss ich mal ranzoomen, dann könnt ihr es sehen. Kommt doch, Tschechien. Oh. Sehr. TZ. Gut, also jetzt geht mal kurz davor, aber die Arena lasse ich aus. Ist nur Audio. Wir wollen wieder in die Halle 11 zu Europapark. Gerade ist die Musik aus, da kann ich mal kurz filmen. Jetzt gerade vorne die Tests von ARA, also von das. Aber hier haben wir Kifo 2, die weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist Voice Akustik. Hier haben wir die Bässe, die kenne ich schon, habe ich auch oft genug gehört von Voice Akustik. Sehr geil, aber auch schweineteuer. Und jetzt fängt wieder Musik an, jetzt müssen wir fliehen. Also KV2 Audio haben wir hier nochmal. Haben wir ja euch gestern einfach schon am Vlog gezeigt. Aber wir rennen mal schnell mal durch. Das ist Bookcase. Bookcase. Don't touch me. Don't touch. Ja, haben wir auch Polycase von Sinora. Aber wir wollen zu Europa-Park, dann rennen wir mal kurz zu Europa-Park. Ah, das sind sie doch, das sind sie doch. Rennen wir hier. Versuchen unser Glück noch einmal, wenn es geht, wenn wir dürfen. Oder vielleicht kriegen wir dann so die Karten in die Hand gedrückt. Du, haut ab, verschwindet. Ihr geht uns auf die Nerven. Dann rennen wir mal dahin. Tja. Wir haben versucht unser Glück ein zweites Mal. Leider wird nichts draus. Aber wir geben nicht auf. Versuchen wir nächstes Jahr mal. Ja, unser Social Media, ja. Sind wir uns der Vorreiter. Ja, klar, Digga. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Schön ruhig hier. So, Simon und ich haben eine verschiedene Platte, die wohl nach Bass bebt. Das ist schon, wow. Also man merkt jeden Scheiß. Könnte jetzt hier gehen. Voila, ja. So, jetzt gehen wir mal Vollgas hier mit Dr. Peacock. So, wir haben uns jetzt erkundigt wegen der Platte. Ich bin halt weiter weggegangen mit der Musik. So eine Platte kostet 750, ne? Ja. Aber sinnvollsten ist es, mit mehreren Platten zu betreiben. Dann braucht man natürlich den passenden Verstärker dazu oder die Frequenz, dass die Vibration durchgeht. Kostet roundabout 2000. Ein Verstärker kann maximal 9 Stück betreiben, aber man kann sie ja also eine hier, eine da, also alle 2 Meter eine hinstellen und miteinander verbinden, dann vibriert die komplette Platte. Also schon was interessant für allgemein für Freizeitparks. Clubs auf jeden Fall auch. Clubs, ja. In Zapa, in Stuttgart ist eine verbaut. Und ja. Oder für Kirmes, je nachdem was für so Laufgeschäfte, zum Beispiel Pirates Adventure. Der innere Raum komplett so, weil das andere, das da wo die Mäuse sind. Ja, oder das Gewalt. Oder der andere Raum, wo das Schiff fährt, wo die Blitze sind, so probiert da ganze Raum. Das ist bei manchen voll unangenehm, aber das ist viel sanfter. Aber da muss man halt Musik haben, wo das übertragbar ist, oder man tut extra Voice Musik nur für sowas ausspielen. Ja, das ist optimal. Dann gehen wir mal weiter hier. Das ist ja praktisch. Kann man machen mit Kaffeebecher. Kann man machen.
Gut, weiter geht's hier in Land. Ja, Vorsicht, Fisch. Alles klar. Ja. Ja, gut. Liebe Messebesucher. Die Frohleid. Geht's auf die Afterparty. So sieht die Prolite Soundmesse Nachtzeit aus. Und Simon und ich, wir gehen noch kurz auf die Afterparty zu Late World. Weg zu Cherry. Ja, Cherry Berlin ist ja auch da. Ist spontan hier. Und du gehen wir jetzt hin und feiern noch mit. Alter, hier geht's ab. Don't burn it down. Burn it down. We don't burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Schild ab, da bei Laser World ging mal die Party richtig ab hier. Matrix hat auch schon Feierabend, haben sie auch recht. Und wir. Boah. Kamera, Feierabend hier. Jetzt noch ein bisschen ausfahren. Dann wünschen wir euch mal noch einen schönen Tag, guten Abend, schönen Mittag, je nachdem. Und wir sind jetzt hier raus, wir gehen auch raus, wir müssen auch ein bisschen laufen. Rebstock, laufen! Und dann, oder Bus, je nachdem, ob der Bus fährt. Und, oh, nochmal Musik jetzt. Oh, yeah, yeah. In diesem Sinne, wir gehen dann wieder auf die Afterparty. Oder wir gehen doch wieder auf die Afterparty. Also! Ciao, ciao und bis demnächst. Und wir gehen doch raus.